Geiler in der Nacht zu fahren, mit weniger Verkehr. Aber es hängt an. Aber gut schon. Das Käfeli läuft wieder. Ja, noch einmal ist etwa 5 Stunden. Halbzeit. Wir sind in der Halbzeit. Oh, jetzt ist es fertig. Oh! Gut, zahle. Ja, morgen zusammen. Ja, wir sind anders weit gefahren in der Nacht. Und haben jetzt, wo der Verkehr wieder zugenommen hat, schnell ein Stündchen, zwei geschlafen. Und jetzt machen wir noch die nächsten oder die letzten Meter. Wie sind die letzten Meter? Noch rund 200 Kilometer. Das ist nice. Nicht mehr so viel. Wenn du im Vergleich schnell 600 in der Nacht gefahren bist. Das Morgen hast du auch schon. Ja. Das richtig nährhaftes Morgen von McDonald's. Ja. Sicher nicht optimal. He? Aber es hat einen gehabt. Es hat Kaffee gegeben. Und es hat ein Burgerli gegeben zum Morgen. Ein Burger Day. Gives the doctor away. Hallo, Tagol. Morgen. Hallo. Drift King of Europe. Left side. Ich bin von der Schweiz. Achso. linke Seite. L1, L2. Das ist Drift Vorverlager. Und dann können wir nehmen, was wir wollen. L1 und dann das nächste L2. Okay, gut, danke. And how much is it? 250. As usual, like always. Good. Thank you. Okay. Nice. Cool. Okay. Good. Thank briefing you. 11 yeah. Tomorrow so at the control can... tower. So okay. Opposite box. Okay. Thank you. Bye. See you. Bye. Ja, eben, das ist der Seriensponsor. Jetzt müssen wir den halt platzieren, aber wir müssen natürlich geschickt platzieren.
Also es ist vielleicht nicht der beste Platz für einen Sponsor, aber es ist auch nicht mein Sponsor. Pirelli hat ein bisschen den besseren Platz. Das ist auch richtig so, das ist ja unser Sponsor. Darum haben wir Federal. Weil wir sie ja Münzen drauf haben, dann haben wir die hier ein bisschen unten rein. Wo siehst du die Spuren hier draußen? Das sind alte, ich glaube, das ist das Heck außen. Nachher hier rein und hier inside. Oh, Kiesbett! Oh, ein Kiesbett! Das ist ein kleines Kiesbett. Ja, das ist ein Eine stimmt sie, nie mehr das Wochenende. Ibn Machst du dich bereit jetzt? Ja, Mann. Mit den Nikes kann man aber nicht so gut fahren. Nein, es ist... Also ich wäre bequem. Ich habe gerne Nikes. Aber es gehört zu der FIA-Bekleidung, dass man auch so Rennschuhe anlädt. Ah, enge Käben. So. Ja, die Fahrerbekleidung muss eigentlich FIA geprüft sein, also FIA Standard. Das heisst, das sind so feuerfeste Sachen, das Liebli, Kombi, Unterhose, Socken. Das ist eigentlich alles, wo dem Standard muss entsprechen muss. Händchen, Helm, Handsystem, alles. Und das würde uns schützen, uns Rennfahrer, falls etwas Schlimmes würde passieren. Gleich startet das Training vom heutigen Samstag. Das ist natürlich blöd, aber es ist halt wirklich Samstag, weil an dem Asia Arena Festival ist es so, dass die Competition am Samstag ist. Das heisst, wir haben 2,5 Stunden Training. Es wird wieder ein riesiges Ghetto sein wie gestern im Training. Also wir haben irgendwie in 3 Stunden können 6 Runden fahren. Trotzdem probieren wir natürlich ein bisschen auszufinden, battlemässig, wie fahren wir die Strecke oder was ist am besten. Optimalerweise kann ich vielleicht sogar einmal schon gegen meine Gegner fahren. Ja, mal schauen, wie es geht. Ja, ich freue mich. Also der Axel François ist der erste Battle-Gegner. Und der ist wegen dem habe ich letztes Jahr die Linie verloren. In der Pro 2 Kategorie und somit haben wir eine Revanche auf und ich denke, es ist machbar, aber es braucht eine gute Leistung. Hoffen wir.
schauen, wie es die Distanz einkürzt. Hast du klar, ja, ich schon gesehen. Aber im Auto checkst du das nicht mehr. Das habe ich schon gesehen. Schau. Ja, mega. Wenn ich dort auslöse, fahre ich in das Auto durch. Weißt du, du gehst wieder ans Gas. Aber es war gut, es war fair, dass wir nochmal gefahren sind. Morgen um 1 sind wir am Retourfahren von Oschersleben. Das Event ist am Samstag oben fertig, sprich wir nutzen das, fahren der Nacht heim. Wir können morgen dann schon wieder ausladen und vorbereiten, putzen, damit wir am Ende wieder an die Arbeit können und keine Zeit verlieren. Es war ein geiler Tag. Die gesammelte Pedal-Erfahrung von Norwegen hat wirklich viel gebracht. Sprich, ich hatte im Training ein paar geile Pedals mit dem Yves Klosner und noch zwei, drei anderen. Dann im Pedal Top 16 ein bekanntes Problem. Vorderachs untersteuern, müssen wir dran nehmen, müssen wir abändern, müssen wir eine Lösung finden. Durch ein bisschen zu weit rauskommen, das heisst zwei Räder off-track, sonst ein solider Lead-Run. Dann im Chase-Run ein bisschen Techtelmechtel mit dem Axel, ob er es extra gemacht hat oder nicht, ist egal. Auf jeden Fall ist es einen Rerun gegeben, weil er auf der Attack-Line vom Initiation Point bremst hat. Und der Rerun war gut, es war ein geiler Chase-Run, es war nicht so nah, aber schön kopierte Linie. Und an dem 5-5, was es geht, wenn du als Chaser ein 5-5 bekommst, ist es geil. Und an dem hängen wir an und das nehmen wir mit auf Österreich, auf Greinbach. Endlich wieder, Greinbach ist geil, ist technisch und geil. Und vor allem, hey, der Daigo Saito steht und wer findet es nicht geil, gegen den Daigo Saito fahren?